Hey Leute, was geht? Und damit erstmal herzlich willkommen zu diesem Video. Es gibt mal wieder neue Informationen zum kommenden Update nächste Woche. Doch bevor wir dazu kommen, möchte ich mich erstmal entschuldigen, dass das Infovideo erst jetzt kommt. Eigentlich war das für gestern Abend geplant. Da ich aber leider ein paar Probleme mit meinem Internetanbieter hatte, kein Internet hatte und so nichts hochladen konnte, kommt das Ganze erst jetzt. Wie gesagt, tut mir leid, konnte aber leider nichts daran ändern. Auf jeden Fall kommen wir jetzt zu den Infos. Es gibt Infos zu neuen Items, die natürlich dann mit diesem Update kommen, danach im Spiel erhältlich sein werden. Und darum geht es jetzt. Diese Items gehören auf jeden Fall einer Fernsehserie an, mit der ich an sich leider nicht viel anfangen kann. Guck allgemein nicht viel Fernsehen und weiß deswegen auch über diese Serie leider nicht viel Bescheid. Deswegen, wenn ihr da irgendwelche Infos zu habt, wenn ihr euch da vielleicht mit auskennt, schreibt es gerne mal in die Kommentare. Vielleicht könnt ihr mir da ja mit helfen. Vielleicht könnt ihr auch ein paar anderen Leuten aus der Community helfen, die jetzt auch wie ich nicht viel damit anfangen können. Auf jeden Fall gehören die Items zur Serie Rick and Morty. Und diese werden mit dem Update dann im Spiel erhältlich sein. Es handelt sich dabei um Items, die freezen. Was bedeutet, ihr müsst dafür natürlich nichts bezahlen und könnt damit random als Drop nach einem Match rechnen. Es wird dabei auch ein Painted-Item geben, wie die Items heißen und was sie sind, das werde ich gleich erzählen. Ich will nur vorab sagen, dass ihr die normalen Items an sich auch nach Offline-Matches bekommen könnt. Was bedeutet, wenn ihr gegen Bots spielt, wenn ihr eine Saison spielt, könnt ihr nach einem Match mit diesen Items rechnen. Es wird dabei allerdings auch ein Painted-Item geben. Dieses Painted-Item heißt Chromolon und ist dieser Kopf, den ihr jetzt gerade im Hintergrund seht. Den gibt es wie gesagt auch Painted und den könnt ihr nur Painted nach Online-Matches bekommen. Also kommen wir jetzt zu den Items und ihren Namen. Es wird Rick and Morty Antennen geben. Es wird Chromolon und Mr. Misex und Mr. PBH Toppers geben, also wenn die Namen falsch ausgesprochen sind. Wie gesagt, ich kenne mich mit der Serie überhaupt nicht aus und von daher tut es mir leid, falls da Namen falsch ausgesprochen sind. Außerdem wird es den interdimensionalen GB Rocket Boost geben und wir haben sogar noch Wheels dabei, die Sanchez DC 137 Wheels. Jetzt steht hier nochmal das, was ich vorhin sagte. Bonus, der Chromolon Topper, also dieser Kopf, kann Painted nach Online-Matches gedroppt werden. Das war es auf jeden Fall dazu, wie gesagt. Die Items werden mit dem Update am 5. Juli kommen. Noch kurz was zur Uhrzeit, also es wurde noch nicht gesagt, wann genau das Update kommt. Wir können aber davon ausgehen, dass es in den USA wieder nachmittags kommt, 15, 16 Uhr, wie es schon oft war. Wir müssen bei uns aber natürlich wieder 9 Stunden draufrechnen wegen der Zeitverschiebung. Was bedeutet, es würde bei uns natürlich einige Stunden später und somit auch vielleicht erst am 6. morgens kommen. Da zum Ganzen aber natürlich noch nichts gesagt wurde, es noch keinen Post gab, wann genau das kommen wird, um welche Uhrzeit, möchte ich dazu natürlich auch erstmal nicht mal mehr sagen. Und sobald es dann eine Uhrzeit gibt, werde ich die natürlich dann in einem weiteren Video erwähnen. Auf jeden Fall freue ich mich erstmal mega auf das große Update nächste Woche. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Haut rein und ciao. To all of them.